keiner da. Soulcent habe ich ja jetzt. Und was? Wizard habe ich auch en masse. Hostile. So, die Wetten laufen. Es wurden Wetten abgeschlossen, ob ich es schaffe, dass der Wizard meine Base nicht zerstört oder ob er sie zerstört. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt seinen Käfig ein wenig größer gebaut. Tada! So wie... Okay, muss ich noch ein paar mal killen. Ja, das war doch einfacher als gedacht. Und ich habe noch nicht mal ein gutes Schwert. Da ist einfach nur Frostbite 8 drauf und Sweeping Edge. Tüdü, dann noch einkillen. So. Okay. Ja, also, der Wizard ist einfacher als gedacht. Da können wir einfach so drauf bratzen. Bis zum geht nicht mehr. Ja, also machen wir den jetzt noch dreimal und dann sind wir mit Hostile Networks durch. Für den Anfang zumindest. So, wie viel kann ich davon noch essen? Zweimal. Echt easy going.
Hostile. Was brauche ich hier für ein Prediction? Das sieht ja auch easygoing aus. Wo bauen wir die denn mal hin? Moin. 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 Nur eine kurze Frage. In Nether, hast du irgendwas geclaimed, wo du hier gerade bist? Nee, eigentlich nicht. Warte. Okay. Oder es kann sein, dass die Bastion noch geclaimed ist. Ach so. Ja, irgendwas hatte ich da mit Bastion und Claiming gehört, deswegen fragte ich gerade. Oh ja. Hi. Hi. Ja, ich bin hier bloß gerade lang geflogen, deswegen, ihr habt das bloß gerade gesehen. Ja, es war eigentlich beim letzten Mal alles außer Overworld und dann... Ja, ja. Nee, an sich alles gut, soll nicht jetzt dicke Gemecker sein. Ich wollte nur fragen, ob das vielleicht schon länger her ist, dass du es nicht mehr auf dem Schirm hattest, jetzt, dass es da noch ist. Ja, letzte Woche Sonntag. Ja, deswegen frage ich gerade mal, weil ich denke mal, die neuen Regeln hast du ja, schon so gesehen, denke ich mal, ne? Jupp. So. Genau, deswegen. Alles abgebaut. Perfekt. Sehr gut. Nee, ansonsten finden wir das an sich nicht mehr schlimm, aber es gibt halt jetzt so... Wir haben halt uns auf Regeln geeinigt, damit sich da irgendwo jeder dran hält, weil ja, sonst wird das hier irgendwann zu chaosmäßig, ne? Und es gibt hier immer kleine Mimöschen, sage ich jetzt mal, die sich schon über Kleinigkeiten aufregen. Den einen oder anderen stürzt er nicht, den einen jetzt schon wieder schon. Und um da eine Richtung reinzugeben, haben wir uns jetzt mal so ein bisschen dran gesetzt, ein paar Regeln aufzusetzen. Ne? Ja, 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 alles gut. Also, kann ich vollkommen verstehen, war keine Absicht. Wir haben uns ja entschieden dran, wir haben heute mit dem Neverreiten uns dran, ne? habt ihr es geschafft? Ja, Ronik hat mich alleine gelassen mit dem Scheißvieh. Oh, nicht beabsichtigt. Wie viele Herzen hatte das? 15.000. Ja, ich wurde allein gelassen. No, aber du hast doch... Ich bin wiedergekommen. Ja, wo ich das Kind von 10.000, nee, von 8.000 auf 2.000 runter wäre. Das ist doch schon mal ein Anfang. Boah, jetzt bin ich alleine, ich bin doch mit 10.000 mal verringert. Wie habt ihr den denn platt gemacht? Die hat Schwert und keine Rüstung. Oh Gott. Ey, das war ganz schön heftig. Das hat ein paar Minütchen gedauert. Apropos, da du gerade mal hier bist, kennst du dich mit X-Net aus? Ja. Perfekt. Weißt du, man muss ja immer einen Controller dran. Ja, können wir auch machen. Wir können mal eben einen nächsten Channel moven, Dae. Ich mach mal eben einen auf, ja? Jo. Da können wir das... Ups. Upala. Ah, perfekt jetzt. Ja, ich habe zu schnell geklickt. Ja, sehr gut. Und zwar, weißt du, man muss ja immer den Controller haben, um das alles zu konfigurieren mit den Kabeln, ne? Jo. Genau, und weißt du, ob man das irgendwie mit Funk hinkriegen kann? Also, dass ich mir zum Beispiel oben in der Base den Controller hinstelle, wo ich alles einmal mit verbinde,
und dann hier hinter den Dingens quasi eine Antenne hinpacke, dass das mit Punkt... Ah, ja. Ich dachte, ich komme durch. Ich weiß, dass es bei X... Oh Gott, so. Ich weiß, dass es bei Xnet, wie heißt es gleich noch, diese Funkantennen gibt. Genau. So, weil das Ding ist, hier oben habe ich ja zum Beispiel, siehst du ja, habe ich ja mein Refine Storage System, habe das hier vorne angelegt. Und dann hätte ich das hier auch gerne mit dem Xnet-Monitor auch hier vorne mit in dem Bereich quasi. Aber das Ding ist, hier hinten, wenn du mal hinterguckst, habe ich das hier alles schön hinter der Wand eigentlich verlegt und so. Wollte das aber mit Xnet auskleiden, weil es da ja diese Covers für gibt, dass ich diese Löcher hier links und rechts neben den Maschinen immer schließen kann, so weißt du? Genau. Dass das cleaner aussieht. Frage, das Ding ist, ich komme hier ja nicht durch, weil hier ist ja der Waystone und allen Kram, so weißt du. Deswegen frage ich mich gerade, ob diese kurze Distanz, ob man hier irgendwie eine Antenne ansetzen kann. Und hier auf der Seite dann auch quasi, dass man da die kleine Distanz eben mit Antenne überbrücken kann. Ich, weil das wäre echt bombastisch, ey. Das würde mir sehr helfen. Wenn du nach Xnet suchst, kannst du eine, Antennen-Base und eine Antenne bauen. Und ich glaube, du kannst dann beides einfach verbinden. Ich kann dir nur nicht... Also damit habe ich noch nicht gearbeitet. Aber ich kann dir sagen, wenn du die Advanced... wie heißt diese? Advanced-Konnektoren baust, kannst du auch die Himmelsrichtung aussuchen, wo die Sachen reingepumpt werden sollen. Mhm. Aber dann brauche ich ja wieder einen Wireless-Router quasi, um die Antennen zu benutzen, ne? Also nicht nur den Controller, sondern auch Wireless Router und Router. Ja, genau. Genau, warte mal. Pen on the Router, genau. Und Place on the Antennas of the Antenne Base. Ah, so, Antenne Base und Antenne gehören quasi zusammen, oder wie? Das ist so Multiblock, oder wie? Genau, und du kannst die Antenne, wenn du eine längere Reichweite haben willst, kannst du den großen Dish da drauf setzen. Okay, das mit dem Krater ist cool. Ja, das will ich noch ein bisschen ausbauen hier, weil hier, wenn du mal guckst, hier ist ja so chunkmäßig ausgehoben. Da kommt ja dann noch ein 18x18x18 Mechanismenreaktor rein. Ja, warum also nicht? Ja. Ja, der schafft halt ordentlich Strom, ne? Ja, mal gucken, was bei mir noch hinkommt, aber jetzt ist erstmal ein bisschen Base-Building und ich habe genetische Veränderungen an den Bienen vorgenommen, die machen jetzt 24-Stunden-Dienste. Ach Mensch. Also heißt auch bei Nacht. Ja, und auch bei Regen und so weiter heißt wirklich, die arbeiten nonstop durch. Das ist, bringt das dann schon mal ein bisschen was mehr, ja. Aber kostet halt richtig. Mhm. Ja, du machst das auch mit diesen Productive Bees Hives, ne? Da bleiben die dauerhaft drin, glaube ich, ne? Ja. Gar nicht raus, um Blumen zu suchen quasi, ne? Genau, sonst, ich glaube, da wäre der Server jetzt schon tot. Ja, ich habe das früher mal mit den normalen Hives gemacht und dann halt da reingepackt die Bees und dann musst du halt ja einen Raum machen, sage ich mal, in deiner Base, wo erstens oben Glas drin ist, damit da Licht reinkommt. Genau. Ja, dann kannst du halt auch nicht so viele Bienen auf einmal von der Sorte reinpacken. Ja, und das Schlimmste ist halt wirklich, du hast, würde ich die jetzt alle freilassen, wären da irgendwie 60 Entities unterwegs, die alle einzeln berechnet werden und dann... Ich wird sein, der Server macht dann direkt die Grätsche. Also das habe ich mit meinem Privaten geschafft, dann gehe ich davon aus, dass der das hier erst recht nicht ab kann. Ja, ich das war auch ein kleineres Projekt an meinem Bauhof-Server, aber nur mit 4 Leuten, so das war die Zeit, sag ich jetzt mal, das kann man dann nochmal machen. Ja. Ja. Cool. Ich meine, jetzt sind wir auch gerade so. Normalerweise sind die ja manchmal mehr und dann merkt man das auch schon ziemlich an der Performance.
Ja, ich habe aber euer Upgrade gemerkt. Die letzten Tage oder bevor ihr das Update reingeschoben habt, war auch schon bei 6 Leuten, dass man Blöcke irgendwie immer so 3-4 Sekunden später bekommen hat. Aber jetzt geht das ja völlig klar. Ja, das muss ich auch sagen. Jetzt so mit 6 Leuten kann man das easy machen. Hier mit Abba und geht fit und sowas, ne? Ich habe das mal so bei 10, wo wir mal kurzzeitig wieder 10 waren, hat man es mal so gemerkt ein bisschen, fand ich. Aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Brauchst du irgendwelche Materialien? eigentlich gerade mal so nicht. Aber du hast Überfluss, hast du? Joa. Oder warte mal, doch, mir fällt das gerade nicht ein, was ich gebraucht habe. Ich war mich noch gerade bei Arten. Was war das denn nochmal? Irgendwas hat mich da gefühlt, vielleicht hast du das ja rein. Oh. Hast du einmal einen White Horn und einen Starbucks? Ja, da kannst du leider nur 15 Stück von nehmen. Wie heißt das? Du musst mir das leider buchstabieren. Ich hab Rechtschreibproblem. Ey, ich hab nur eine White Flower. Und einmal einen Star Bunkles Shard. Also S-T-A-R. B-U-N-C-L-E und dann Chart, also S-H-A-R-D-S. Oh. Nee, leider nicht, aber es läuft doch überall Starbunkles rum. Ach, die droppen das? Diese kleinen Elfenviecher da, oder? Ja, genau, und den gibst du einfach ein Goldnugget, wie das in der Beschreibung steht. Und dann droppen die das. Ach was. Ja, das, okay, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ich das bekomme, weil, wie du siehst, habe ich ja jetzt die normale Mancer-Rüstung an, hier die Lidane. Und ich möchte jetzt die Aquamancer-Rüstung quasi machen für die. Da hast du ja 100-fachen Mana-Boost drin, so, mhm. Das ist ja übelst heftig. Ja, nee, und die anderen Sachen, die kriegst du, indem du die einfach jagst. Aber ich weiß nicht, wo die. Ich hatte auch schon geguckt, für den Wixikai-Drone brauchst du ja auch, was war denn das nochmal, was man da brauchte? Da genau, Wixi-Charm brauchst du ja dafür und um den Wixi-Charm zu bekommen, brauchst du Wixi-Shards und die kriegst du nur, indem du mit einer Hexe, also was ist denn ein Dispel? Obtained by using Dispel on a Witch while it less than half hertz. Hast du das schon mal irgendwie gefunden? Nee, überhaupt nicht. Weil diese Zauberei-Kram, das ist ja auch übelst OP. Da kannst du dich ja richtig krass mit boosten, ne? Ja. Gerade mit dieser Mana-Rüstung und sowas und den ganzen Zaubersprüchen. Du kannst da ja sämtliche Flammensprüche, du kannst ja Feuer spucken irgendwann und irgend alles einfrieren oder keine Ahnung was. Das ist ja richtig OP. Ich habe das noch nie gespielt. Das wollte ich. Das ist so eine der Sachen, die ich mal ausprobieren wollte. Mhm. Aber Dispel ist ein oder das glaube ich ist einfach Dispel oder Dispel. Dispel, ja. Ist eine Glyphe, die. Ich denke mal, das kommt dann einfach drauf an, wie du die Witch tötest. Ja gut, das kann sein. Aber. Und bei Create warst du übelst drin, ne? Nee, ich hab einen Fahrstuhl oder gebaut. Du wolltest das aber mal ausprobieren. Ja, genau. Wusstest du, also weißt du rein zufällig, ob man Kräfte auch per Funk übertragen kann, rein hypothetisch? Über eine bestimmte Box? Weil ich weiß das so aus Anhieb jetzt gerade nicht mehr, weil also ja, vorne bei meinem Haus den einen Turm, da wird sich ja übelst eine Windmühle zum Beispiel auch anbieten, so, ne? Aber ja. Ich will ja nicht einmal durchs ganze Haus mit so einer Stange da durchbohren und den ganzen Getrieben und so. Das ist ja mega unpraktisch so, ne? Also, ich habe mich entschieden, das mache ich nicht. Ich baue einfach einen Elektromotor und klatsch überall irgendein Gate oder sowas ran. Und dann laufen die so und alles andere ist halt nur Deko. Also so eine Windmühle würde ich auch eher als Deko machen, besonders in diesem Modpack.
Ja, genau. Und der ist sogar, glaube ich, oder einfach nur Motor. Ja, der ist sogar, der Basic Motor ist relativ easy zu craften. Das einzige Problem ist, dass man diese Magnetic Blocks braucht. Die kann man nicht craften, die muss man in der Overworld finden. Die gibt's auch nicht in der Mining Dimension. Ja, das ist natürlich der Boden. Da musst du erstmal wieder lang zum Elektrik und ich sehe hier schon. Ja, und sonst machst du die nächste Stufe, das ist mit dem Energizer, lädst du einen Eisenbarren auf und dann kannst du schon den Strong Motor bauen. Das ist bedeutend einfacher. Ja, und alle anderen brauchen halt Mechanical Crafter. Weil, um die ganzen Sachen ja anzutreiben, wie den Mixer oder die ganzen Maschinchen, sage ich jetzt mal, brauchen wir ja Drehmoment so. Und deswegen, ja. Du musst es ja rankriegen, ne? Ja, genau, deswegen hatte ich auch einfach nur an Motor gedacht, da bleibt die Base wenigstens hübsch. Ja, das ist nämlich auch nur mein Manko gerade mit Base hübsch bleiben. Ich habe ja oben das Schlafzimmer in den einen Turm, darunter habe ich ja von. Wie heißt das nochmal? Mystica Agriculture, das Altar quasi. Und darunter soll dann auch nochmal. Wie ist die Mod denn nochmal? Evil Craft, genau. Hier der kleine Türmchen hier quasi. Ah. Und da eine Windmühle drauf? Ja, genau, hier oben über dem Bett quasi. Hier passt das ja eigentlich gut rein, so, ne? Hier ist so ein kleines Löchlein, da könntest du jetzt so eine Stange rausführen, so vorne, und könntest da eine schöne Windmühle ran platzieren, ne? Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ah, da. Vor dem Haus. Ah, das. Haus. Ja! Hier ist ja dieses, wo es blau ist, so. Ja, da auf jeden. Du halt voll gut rausgehen mit einer Windmühle, ne? Ja, die Windmühle dreht sich ja so. Und dann würde ich wirklich einfach auf Elektromotor gehen. No. Aber der Baustil ist cool. Hast du das selbst gebaut oder Anleitung oder? Nee, ich habe das tatsächlich selber gebaut. Also ich habe mal so ein ähnliches Haus schon mal gesehen. Mhm. Und dann habe ich das den Rest halt selber gebaut. Also von dem Dachstil, das habe ich mir halt von dem abgeguckt, was ich mal gesehen hatte, so ungefähr. Ah, bloß, okay. Dass ich das jetzt mit den Modded-Dingern noch. Vorher waren das halt Treppen bei dem, der das genutzt hat. Ja. So. Und ich habe das jetzt halt mit denen gemacht, weil ich finde, das sieht sogar noch ein bisschen geiler aus. Auf jeden und Fall. Und das Konstrukt habe ich halt selber gebaut. So, ich habe mich also an den Dachstil quasi orientiert. Ja, ich bin entweder, ich bin grottig im Bauen. eine andere Frage noch, das habe ich bis jetzt noch nicht eingesetzt, ich wollte es nur einsetzen. Kennst du die Mod Lightmatica? Lightmatica sagt mir jetzt gerade so nichts. Das ist eine Kleinzeit-Mod. Damit kannst du Schematas einfach in die Welt reinladen und hast dann so gesehen eine Bauvorlage. Ah, okay. Also kannst du dann quasi da wahrscheinlich Scripts oder irgendwelche Blaupausen quasi laden. Genau. Und dann kannst du die quasi erstmal frei rumplatzieren und kannst das dann Block für Block nachsetzen, dass da so Schatten angesetzt werden, damit du weißt, wo du bauen musst. Genau. Ist sowas in Ordnung? Ja, absolut, gar kein Stress, das kannst du machen. Okay, super. So, dass, oder halt wie du auch mit deinem Randomizer da hattest oder sowas, alles was kleinzeitig ist, das darf frei benutzt werden quasi. Okay, du ja. Du hast natürlich X-Ray oder sowas. Ja, nee. Das nicht. Nee, den anderen Mod, den hatte ich bis jetzt auch noch nicht ausprobiert, da hätte ich jetzt auch noch nachgefragt. Ich dachte nur fürs, hier, wie heißt das, für den Anfang die Straße erstellen. Ah, da hatte ich keine Lust. Ja, da bietet sich ja irgendwie. Aber was für ein Jetpack hast du? Alte Modium oder was hast du? Ja, genau. Ja, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich hier die ganze Zeit so leicht runtersinke und wie Brett. Ja. Weil ich hab nämlich Diamond. Ah, okay. Nee, ich hab einfach schon mal das Angenehme gebaut. Ah, und ab Alte Modium machst du quasi, singst du quasi gar nicht mehr, dann hast du schon Freude. Ja, so in der Art, nur dass du halt bedeutend schneller bist. Ja, dann müsste ich das auch mal machen. Also 100 Eudemodium habe ich noch. Vielleicht reicht das noch. Ja, das reicht auf jeden Fall. Du brauchst irgendwie, ich glaube, 5 oder 6. Also relativ, oder? Oh. Ich glaube mehr, weil du musst ja einmal unten immer die Ja, Geräte bauen. Und warte mal eben, ich werde gerade angerufen.
Kleinen Moment. Alles gut, kein Stress. Sorry, ich hatte die Notfallrufbereitschaft vom Kollegen übernommen. Ach so, ja, alles gut. Aber das weiß ich ja schon, das hattest du mir ja schon mal erzählt, wegen Rufbereitschaft. Genau. Aber hat man das gerade gehört? Ich hab nur auf dem Tablet rum. Okay, dann wurde das nur im Stream pausiert, aber. Ja, aber zum Glück nichts Schlimmes. Ja. Ja, also Modium, ich glaube, du brauchst da sogar Blöcke für. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, ich wollte erstmal Emerald jetzt machen und danach geht das ja sowieso Stück für Stück nach oben. Ne? Da musst du ja wirklich jedes Jetpack warten, um ans End-Jetpack quasi zu kommen. Ne? Ja, genau. Und dann gibt's das... kann man halt Schritte überspringen. Dann gibt's halt das Problem, dass irgendwie Iron Jetpacks mit dem Crafting-Rezepten von... Refined Storage nicht zusammenarbeitet und muss jedes einzelne händisch bauen. Ja, also du musst nicht alles händisch bauen, ja. Aber du musst halt dein Jetpack immer wieder rein. Ja, genau. Das ist ein bisschen nervig, aber hey, machst du einmal, dauert 3 Minuten und dann bist du durch. Genau. Sag mal, diese Häschenschuhe, die du da hast, hast du zufällig noch ein paar davon, oder? Warte. Heißen die noch? Das war überlegt, ne? Nee, leider gar nicht. Aber ich kann mal eben was ausprobieren. Und. Weil ich habe leider nur die Kitty-Dinger und die bringen mir gerade gar nichts, außer dass mir ein Creeper nicht mehr auf den Sack geht, aber. Weil du kriegst ja absolut gar keinen Fallschaden mehr, ne? Nee, das war ich auch gerade am Überlegen. Moment. Ich krieg noch nicht mal den Sound abgespielt. Ja. Hast du schon ein paar Kitty Slippers? Nee, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich alles. Ja, durch die Rüstung allein ist ja relativ viel ausgeglichen worden. Okay, also kriegst du jetzt trotzdem keinen Schaden, wenn du von oben fällst, oder wie? Nee, genau. Also ich hatte es gerade ausprobiert, deswegen bin ich nach oben geflogen. Und ich habe kein Feather Falling oder sowas drauf. Naja, ich hatte Feather Falling, aber nur 4 so. Und das reicht halt gar nicht so, ne? Das reicht vielleicht ja von der 2. Etage aus nach unten, das ist okay. Aber wenn ich selbst von der Dachspitze springe, dann ist schon Feierabend, ne? Ja, okay. Und das ist ja wirklich nicht hoch. Also manchmal fliegt man ja wesentlich höher und dann klack, liegst du da, ne? Ja. Nee, ich glaube, durch Eusemodium geht das, der Falldamage weg. Okay, ja gut, ich habe jetzt hier unter der Rüstung quasi nur, warte mal, Netherite. So. Ich habe ja meine Deko-Rüstung an. Ja, das wollte ich auch noch machen. Weil, wenn man kein, wie heißt das gleich noch, kein hübsches, wie heißt das, Ressourcenpack hat, wo Eusemodium auch mit drin ist, sieht die Rüstung ja mal sowas von hässlich aus. Ich finde bei, also bei meinen, ich habe hier so ein Texture Pack jetzt gerade drin. Oh. So, und das sieht echt gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich wechsle halt gelegentlich mal rum. Entweder nehme ich halt, hatte ich dir ja schon erzählt, hier sag schnell, wie heißt denn das nochmal, das nutzt du auch. Svex. Specs, genau, oder halt Vanilla Minecraft HD Tagger Pack. Also, das ist wie die ganzen Vanilla-Blöcke, bloß dass die halt 10-mal so hoch von der Auflösung sind. Irgendwie 1200 noch was Auflösung. Ja. Sieht halt schon extrem krass aus. Also, alleine die Bricks, wie tief die sind und sowas, ne? Die haben halt richtig krasse Tiefe drin und so. Ja, da habe ich mit dem, wie heißt das gleich, mit dem Shader Pack habe ich da ein bisschen was gemacht.
Das funktioniert ja, bei stimmt, einigen. Was für einen Shader benutzt du eigentlich? Das wollte ich dich auch nochmal fragen, weil der sieht ja mal übelst heftig gut aus. Das ist der, der hier im Modpack drin ist. Dieses. Ach was, der. Unbound. Unbound. Genau. Ah, okay. Ja, ich habe den anderen von denen. Warte mal, wie hieß der denn nochmal? Ich muss mal eben gucken. Aber ich habe da noch ein paar Unbound habe ich auch, ja. Ich habe da noch ein paar. Ja, ich habe. Oh, wie heißt der? Irgendein YouTuber, den gucke ich immer ganz gerne. Der hat ein Video dazu gemacht. Mhm. Und der hat dann so ein paar Einstellungen gezeigt, wie. Ah, fällt mir gerade nicht ein. Man kann irgendwie einstellen, dass die Kanten von Blöcken ein bisschen hervorgehoben werden. Und jetzt, sieht auch deine komplette Rüstung total übertrieben aus. Also deine Deko-Rüstung. Mhm. Und... Hallo! So, ich kontrolliere mal eben lieber, ob hier nicht zu viele wieder so ein Haufen Gegenstände nicht getrashed worden sind. Also komme ich jetzt auch, weil ich jetzt die Bunny Hops nicht habe. Moin. Hallo, da ist er ja wieder. ich hab nur geguckt, ob nicht irgendwie meine Mob-Farm vielleicht zu viele, oh Gott, Sachen gespawnt hat, aber da ist alles in der Trashcan. Ich wollte nur sicher gehen. Irgendwie war Absturz oder was war hier eben los? Ja, Calvin ist schlafen gegangen, dann ist Tag geworden und da war alles weg. Ja, genau. Also bei mir wurde auch irgendwie für 2-3 Minuten angezeigt, 6 Spieler sind online und dann war der Server offline. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Ja, komisch. Weil eigentlich hat er mich erst rausgeschmissen wegen einem Timeout und ich so, okay, das mag vielleicht mein Internet sein. Ja. Das ist ja bei mir häufiger der Fall, so, ne? Und dann refreshe ich die ganze Zeit, versuche aufzujoinen und ich so, 0 Spieler da drauf. Hab mir jetzt alle Timeout. Ja, fand ich auch. Also, wir sind ja mitten im Gespräch rausgeknallt. Ja, genau. Na, mal gucken, ob es jetzt wach wird. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, wenn er gleich wieder weg ist, wissen wir es. Es liegt am Schlafen. Jetzt nicht mehr schlafen. Ja, komisch. Nee, sieht aber gut aus. Perfekt. Oder irgendjemand hat das Podest gedreht. Das kann wieder sein, das gehört echt zu Lex, weil das Ding ist, das hier ist ja so gestunt quasi. Wir haben das ja extra so gemacht, dass es so schräg ist. Ja. 45 Grad, das kannst du eigentlich ja nicht machen. So, aber wir haben das trotzdem hinbekommen durch die Create-Blöcke quasi. Du kannst das ja einstellen, dass das 45 Grad dreht
Und dann haben wir das in dieser Position quasi gefreezed. Ja, vielleicht ist es das. Ja. Ah, komisch. Ja. Ja, das Ding ist, da in den Raum, wo du drinne warst, da hast du ja auch außersehen ein kleines Secret geöffnet, ne? Weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber... nee, der Server war direkt weg. Okay. Nee, also eigentlich ist unterm Spawn ein kleines Versteck quasi, was jetzt Sonntag enthüllt wird. Sag ich mal so. Cool. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, weil da haben wir was vorbereitet. Da gibt es drei Rätsel quasi. Und wenn alle drei Rätsel gelöst sind, dann öffnet sich quasi ja, ein Fahrstuhl, kann man es nennen. Nice. Und, dann, ja, haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ich will mich überraschen lassen. Das wird bestimmt lustig. Ja, Auch. Bin mal gespannt, ob die Rätsel eventuell auch nicht so schwer sind, aber ich habe die gar nicht so schwer gemacht. Also das sollte hier jeder hinbekommen. Ja, mal gucken. Genau. Wir waren stehen geblieben bei Shader und was du da eingestellt hattest tatsächlich. Ja, genau. Also ich habe eigentlich nur die Anleitung von dem befolgt. Ich wollte nachgucken... Vielleicht war das auch, weil ich auf YouTube war. Und? Weil grafikkartentechnisch habe ich auch mehr als genug Platz. So, deswegen, ich spiele auch immer sehr gerne mit Shader und so. Ich hatte letztens mal spaßeshalber den Shader ausgemacht, ne? Das sieht so leblos aus, Minecraft-Standard, ne? Ich weiß gar nicht, wie manche Leute ohne Shader spielen können. Das gibt so viel schöne Wärme und Farbe und so. Das ist so angenehm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn, deswegen, ich spiele auch so gerne mit Shadern, das ist egal, welches Ressourcenpack du drauf hast, Shader sind immer besser. Ich habe ihn... Schafft meine Grafikkarte auch saubere 120 FPS, ja, das kann man hier noch zocken, so, das ist ja voll in Ordnung. Ja, okay, ich habe nur 91. Was für eine Grafikkarte hast du? Eine 3080. 3080, oh, die ist schon relativ gut, die hat 12 GB oder so. Nee, leider nicht. Ich habe die erste Version und die haben sie auf 10 beschränkt und diese 2 GB machen sich echt bemerkbar. Ja, ich habe einen mehr als du, also ich habe die 1080 Ti und da kann ich nicht sauber bezocken. Also 1 GB bringt schon auch ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte vorher mal auch Megahertz-Leistung macht extrem viel aus. Ich hatte da vorher mal die Slim-Version der 1080, so damit ich die in mein Gehäuse reinkriege, weil ich dann mal ein kleineres Gehäuse hatte, also Mini-ATX-Gehäuse. Oh Gott, ja. Und da habe ich das sofort gemerkt, weil die war, dadurch, dass die kleiner war, hatte die nicht so wie Megahertz-Leistung. So. Und das hast du sowas von gemerkt, weil die halt arschlangsam war. Die konnte vielleicht die Grafik hochhalten, aber nicht so gut wie die jetzt so, ne? Die 1080 Ti. Und wie war das mit der Lautstärke? Das muss ja auch übelst laut gewesen sein, oder nicht? Ja, weil die kleinen Lüfter ja wesentlich mehr machen müssen jetzt als die großen von meiner jetzigen. Ne? Ja, genau. Meine jetzige Grafikkarte, die höre ich fast nie. Also wenn die Lüfte überhaupt drehen, also das ist sehr selten der Fall, weil das ganze Ding ja wesentlich größer ist und dadurch eine wesentlich größere Kühlleistung auch hat, weil das sich alles auf einer größeren Fläche verteilt, die Hitze, ne? Ja. Kommt natürlich drauf an, was für einen Monitor du noch angeschlossen hast, aber sonst eigentlich ja. Ja gut, also mein Hauptmonitor ist ein 32 Zoller 4K HDR Bildschirm, so, das ist eigentlich ganz nett, und mein Zweitbildschirm ist ein 32 Zoller Full HD Bildschirm quasi, ohne HDR, also ganz normaler. Nee, ich spare jetzt gerade aktuell mit scheißegal Geld auf einen, hier Asus hat den neuen Monitor mit QD LEDs vorgestellt und den will ich mir kaufen. Oh, der LED ist immer gut. LED ist richtig geil. Ja, nur 1400 Euro für Monitor ausgeben. Aha. Ja, aber LED, ich habe jetzt normales LED mit HDR-Funktion quasi und das ist ja auch schon so, dass wenn schwarz ist, dass das wirklich schwarz ist. Mhm. Und wenn du weiß hast, dass das ja wie eine. Also, wenn ich manchmal weiße Tabs öffne, so also alle Lichter im Raum aus sind, sage ich jetzt mal, weil man. Oder nur LED-Streifen anhat im Raum, so, die sind ja nicht so hell. Da ist er wieder.
Jo, moin. Sehr schön. Dann kann ich dir ja beim dritten Versuch jetzt mitteilen, wie der Typ hieß. Oh, ja, ich, genau. Ich habe die Seite schon wieder verloren. Also, das ist Disruptive Builds. Der hat ein Video, genau, Minecraft looks better than ever with these mods. Und da zeigt er halt einfach nur Sodium und wie er seinen Shader eingestellt hat. Und das ist halt dieser Unbound. Und ist eigentlich nur, dass alles ein bisschen mehr poppt. Genau. So, wie hieß der jetzt nochmal genau? Disruptive. Ah, Disruptive Build. Ja, genau. Oh, der baut aber auch schöne Sachen, wenn ich gerade nur mal so eingebe. Ja, bei dem habe ich die ganzen Create-Sachen gesehen, die ich machen wollte. Ja, 1000 Days Create Challenge. Ja, genau. Ja, habe ich auch gemacht. Also der. Shaders, okay, schon. Oh, Gott. Das gucke ich mir auf jeden Fall gleich mal an. Ja. Weil da kann man ja noch einiges machen. Ja, auf jeden Fall. Eine Frage. Das wollte ich nie irgendwie in den Chat reinschreiben, weil alle immer ZZZ schreiben. Kennt ihr den Sleeping Bag? Ja, doch. Oh, okay. Weil ich immer denke, ja, also, ich habe auch ein Sleeping Bag. Oh ja, moin. Da bin ich gespuckt. Ja. Nee, das war nur eine. Ich habe einen, aber ich habe oben halt ein Schlafzimmer und aus Protest gehe ich da rein. So. Außer ich bin unterwegs so. Aber wenn ich hier auf dem Grundstück bin, gehe ich aus Protest da rein. Ja. Man baut sich ja nicht umsonst ein Schlafzimmer, so weißt du. Nee, da hast du recht. Es hat mich nur gewundert, weil halt alle. Und da denke ich mir so, wir haben ja sogar eingestellt, dass, glaube ich, mittlerweile nur noch einer schlafen muss. Nee, 25% okay. Des Servers. Heißt, wenn 20 Leute da sind, halt 25 sind dann, glaube ich, 3 oder 4. Ja, also okay. Nicht viel. Ja, hat mich nur gewundert und ich wollte das nicht so reinschmeißen. Na, alles gut. Nee, gut. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass man Sleeping Bags hat, aber ich weiß auf jeden Fall. Calvin, Tronic, Katharina hat einen. Ja, okay. Ben und hier Deadbrain haben auch einen. Star Destroyer weiß ich gerade gar nicht. Kev und Enderman Zockt haben, glaube ich, auch beide einen. Also ja, dann ist es halt, ja, die momentan online ist, hat das eigentlich. Okay, dann ist es wirklich nur die mangelnde Anzahl der Personen. Ja, genau. Oh. Okay, ich werde dann mal wieder nach Hause, nicht, dass der Server gleich wieder crasht, weil wir uns unterhalten. Ja, nee, das ist nicht, dass wir Unglück bringen, ne? Ja, genau, das dachte ich eigentlich auch schon. Alles klar, dann wünsche ich dir was und wenn ich Fragen habe, komme ich nochmal auf dich zurück, aber dann komme ich dich mal besuchen. Ja, kannst du gerne machen, ich hoffe, dann ist meine Basis auch mal irgendwie ansatzweise hübsch. Och Mensch, also da von der Struktur her gefällt mir deine Idee auf jeden Fall schon sehr gut. Jetzt muss die nur noch in der Tat umgesetzt werden. Ja, das ist das Problem. Richtig. Bei mir ist ja schon so langsam ein bisschen was da tatsächlich. Ja, ich war lange nicht mehr am Spawn und jetzt fühle ich mich schäbig, weil alle schon große Bauten und sowas alles haben. Ja gut, der Kollege nebenan, der baut ja eine richtig dicke Burg, ne? Ja. Hast du das mal von oben betrachtet, von der Map aus? Also... Ja, ich sehe es auf der Minimap. Ja, genau, da siehst du ja einmal, wie groß das Ganze wird. Also. Ja. Riesig. Da ist mein Haus ja ein kleiner Kindergarten gegen, ne? Ja, du hast ja aber auch noch eine Möglichkeit, weiter nach hinten zu bauen, ne? Ja, ich habe ja extra einen Berg reingebaut und will dann hier quasi auch noch da was ausbauen. Hatte ich dir ja gezeigt mit dem Reaktor und den ganzen Raum da in der Höhle drin, ne? Genau. Das bietet sich halt auch echt perfekt an mit der Höhle. Ja. Ja, bei mir ist auch den Eingangsbereich, der bleibt so, wie er jetzt ist. Da kommt nur was vorgesetzt und dann der Rest ist alles innen drinne. Ja, ich finde es auch angenehmer. Also ich baue auch gerne so eine Häuser, muss ich sagen. Aber grundsätzlich, wenn du viel mit Mods machst und viele Maschinen und diesen ganzen Kram, das ist in so Häusern immer doof unterzubringen. Ja. Weil du ja irgendwie auch das alles
nicht offengelegt da die ganzen Kabel haben möchtest. Und in den Bergen drinne, da kannst du einfach eine Wand hinter einen Tunnel langziehen, weißt du, verlegst die ganzen Kabel und dann kannst du vorne die ganze Maschine in eine Wand einlassen oder sowas, weißt du? Ja, auf jeden, das ist bedeutend entspannter. Also so mache ich das auch jedes Mal, irgendeine Höhle und dann kommt da alles rein. Ja, und dann kannst du einfach da einen Langgang machen, denn da ein paar Räume reinziehen. Du kannst da bauen, wie du möchtest, so, weißt du. Von außen sieht das denn immer komisch aus, wenn du die Räume so komisch verteilt hast. Ja. Wenn das ein Haus wäre, aber in der Höhle juckt's ja keinen. Das sieht eh keiner nachher, ne? Ja. Nee, also ich habe denselben Baustil. Ja. Ja. Okay, dann dir noch einen schönen Abend. Jo, danke für die Rundtour und dann, ich hoffe, viel Erfolg noch mit dem Server. Ja, schauen okay. Wir mal, ne? Ja, genau. Ciao. So, das da unten ist fertig. Das hier müsste jetzt auch fertig sein. Dann können wir eigentlich starten. 70, 10, 70. Okay, den. Guck mal, wie sich das ausgebreitet hat. Cool. Das hier oben nur noch alles weg. So. Aber dann können wir jetzt mal kicken, wie unsere Bienen aussehen. Oh, da müssen wir ordentlich weg. Ah, das ist doch schön. Oh. Habe ich die falschen weggeschickt. Schön langsam wird's. Adult.
Okay. Mache ich das hier jetzt am besten? Also, ich will das anschließen. Exporter. Crafter. So, ich glaube, ich mache jetzt mal Bauble. Bauble. Und hier auch Bauble. Oh, ich habe keine Äpfel. Ah. Ich habe aber Nature. Nice. So. Dann können wir das noch nutzen? So. Bobble. 10. So, wie können wir jetzt gelbe Herzen herstellen?
davon 10 Stück herstellen. Oh, ey. Was haben wir denn hier aktuell als Hals? Ne, gar nichts. Gut. Nice. Und davon schon mal ein bisschen was. Oh. Aber ich weiß, warum ich so wenig habe. Ich bin so ein Idiot. Habe ich hier... Nee. Zum Glück nicht. So. Okay, dann gucken wir mal unten. Bienen. Jetzt ein schönes Dach. Bilder. So, und jetzt wird's interessant. Dome Hollow. Das wollte ich nicht. Okay, dann baue ich das mal eben wieder zurück.
Warum ist das hier? Ist er jetzt fertig? Oh. Ach, ich hätte wahrscheinlich Solid machen müssen, ne? Ups. Genau so wollte ich das haben. Nice.